Hoher Besuch aus Politik und Kirche und zugleich ein tiefer Blick in die Geschichte der Johanneskirche in Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, haben sich über den Stand der Ausgrabungen im Inneren der Kirche informiert. Im vergangenen Jahr hatten Archäologen herausgefunden, die Johanneskirche ist eine der ältesten Kirchen Deutschlands und sie haben zahlreiche Skelette freigelegt. Es begann einfach mit der Sanierung einer Heizung. Man wusste, hier muss man auch mal genauer hinschauen, weil es ein wirklich traditionsreicher Ort ist. Und dann hat man angefangen zu graben und das Ganze ist noch nicht zu Ende. Man muss sich klar machen, dass die Geschichte dieses Gebäudes jetzt sicher belegbar bis in das 7. Jahrhundert zurückgeht, wahrscheinlich noch weiter zurück. Wir haben hier vermutlich einen der ältesten, wenn nicht gar den ältesten Kirchenbau nördlich der Alpen. Und das ist schon was ganz Besonderes. Der Vorgängerbau der Johanneskirche war vermutlich die Mainzer Bischofskirche, bevor der heutige Dom gebaut wurde. Die evangelische Johannesgemeinde möchte nun die Ausgrabungen erhalten. Offen ist, inwieweit die Gemeinde den Ansprüchen einer Kirche oder auch eines Museums gleichermaßen genügen kann. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat bereits 1 Million Euro in die Johanneskirche investiert. Auch Bund und Land sind beteiligt. Nun erhofft sich die Gemeinde noch eine deutliche Finanzspritze vom Land Rheinland-Pfalz. Ja, es gibt natürlich jetzt einen sehr eindrucksvollen historischen Fund, mit dem nicht jeder gerade gerechnet hat. Und das ist auch der Grund, warum ich mir es persönlich hier mal anschaue. Rheinland-Pfalz lebt natürlich von seiner Geschichte. Und wir haben es, glaube ich, in den vergangenen Jahren immer sehr gut verstanden, auch mit solchen wunderbaren historischen Einmaligkeiten adäquat auch umzugehen. Das heißt, Grabungen dann eben auch entsprechend zu fördern, zu unterstützen, auch selbst involviert zu sein und daraus dann auch etwas zu machen, wo Menschen sagen können, ja, hier zum Beispiel, das bleibt weiterhin eine Kirche und trotzdem wird eine Zugänglichkeit dieser historischen Funde ermöglicht. Seit 2 Jahren ist die Johanneskirche nun schon eine Baustelle. Die freigelegten Skelette sind für viele eine spannende Entdeckung.